Schlussläuferin heute heißt Nadine Horchler. Für Russland die Startläuferin Jekaterina Klassirina. Ihr erstes Podest erlaufen in dieser Saison. Und für die Ukraine Julia Chima, 20 Jahre, aus Kiew. Ganz junge Dame, wieder mit dabei, die beiden Semerenko-Schwestern. Und die Siegerinnen von Hochfilzen kamen aus Norwegen. Heute mit Hilde Fenne vorneweg, junges Gesicht, 19 Jahre alt. Ihre Stärkste, ihre Beste. Am Ende mit Thora Berger, dann eben im Zweikampf mit Nadine Horchler. Ja, ein bisschen skurrile Bilder hier. Gleich geht's los für die 18 Startläuferinnen. Aus den Spuren heraus aufs freie Feld. Und wenn Sie so über diese Strecke sehen, dann sehen Sie schon, wie tief das hier wird. Das wird kein Spaß. Sehr tief, fast wässrig ist der Schnee. Keine Bindung findet er mehr, da es so warm ist. Und das ist natürlich schwierig, gerade in den Anstiegen. Man muss die Beine etwas mehr heben als sonst und ist das nicht so gewöhnt. Das ist sehr anstrengend. Der Regen und der Nebel, das macht alles nicht so viel aus wie das tiefe Geläuf, das hier und heute herrscht. Ja, da haben wir einen Blick rein in den Schießstand. Also dort ist der Blick ganz gut. Der Nebel hat sich da ein wenig verzogen. Da haben wir also Hoffnung, dass das alles gut funktionieren wird. Vorneweg mit der 10, Veronika Vítková für Tschechien. Die hat sich da gleich aus allem raushalten wollen. Und da geht es schon ein wenig eng zu in dieser engen Kurve. Und da gab es auch schon den ersten Sturz. Frankreich. Für die Französin, ganz bitter. Marie-Laure Brunet muss jetzt hinterherlaufen. Ist auf der ersten Position heute gesetzt. Noch Filzen noch an zwei, Marie-Laure Brunet. Von rechts die Norwegerin. Mit der 10 die führende, Veronika Vítková. Und mit der 4 hinter der Norwegerin rechts in der Spur, Tina Bachmann. Also sie haben sich hier am Bergsteig klar nach rechts und links orientiert. Man sucht natürlich hier immer den Weg der geringsten Tiefe. Ganz an der Seite ist es meistens noch einen Tick weniger tief und da kann man das ein oder andere Kraftkorn sparen. Wir sehen schon, Tina Bachmann, ja, kämpft hier schon um den Anschluss. Das Tempo sehr hoch vorne. Sie will aber auch nicht überziehen. Sie weiß, bis zum Liegenschießen dürfte normal nichts fehlen. Ist das Tempo immer so, dass das Feld geschlossen ankommt. Ja, und dieser Anstieg, der ist schon brutal hier. 200 Meter lang. 36 Höhenmeter sind da zu überwinden. Das Ganze dreimal. Dreimal 2 Kilometer Runden, die kürzeste, die es gibt im Biathlon. Und hier sieht man schon, wie gleich zu Beginn dieses Rennens der Schnee hier zur Seite spritzt. So nass, so feucht ist das Ganze hier. Männertraining für morgen Vormittag schon abgesagt worden, in die Halle verlegt. Und hier haben wir noch einen Sturz. Das ist oben, das ist die Russin und die Französin, die hier aneinander geraten sind. Ja, Jekaterina Klassirina hat es da auch getroffen. Also zwei der Staffeln, die wir hier heute ganz, ganz vorne sehen. Und die müssen sich erstmal wieder nach vorne laufen. Hier kommt Klassirina. Schiebt sich da ein wenig vorbei und ganz am Ende des Feldes noch immer Marie-Laure Brunet. Die läuferisch in dieser Saison enorme Probleme hat, das war überraschend. Sie hat mir vor dem Winter gesagt, ja, der Gesamtweltcup ist ihr Ziel und so. Aber das läuferische Potenzial hat sie noch nicht ganz ausgeschöpft. Und jetzt sind wir hier zum ersten Mal an dieser Abfahrt, dieser scharfen Kurve nach rechts. Gut genommen von Tina Bachmann. Immer wieder zu erwähnen, dass es keine Stahlkanten gibt unter den schmalen Latten. Und hier ist das Tempo einfach zu hoch. Man sieht ja oft in den Kurven, dass sie durch Umsetzen die Kurve bewältigen. Hier wird aber rumgerutscht. Ja, sie können nicht so schnell umtreten, da die Geschwindigkeit zu hoch ist. Und man geht auch auf Nummer sicher. Lieber jetzt eine 2 Sekunden verlieren, sagen sich die Damen, als eventuell sich der Gefahr eines Sturzes aussetzen. Miriam Gössner, vielleicht die Schlüsselläuferin heute auch auf der 2. Position, soll Druck machen im Feld. Hohes Tempo gehen, möglichst alles treffen und für einen Vorsprung sorgen. Also das alles die Theorie. Und Tina Bachmann hält sich da vorne mit auf die 1 auch gesetzt, weil sie in der Lage ist, jedes Tempo mitzugehen mit den Läuferinnen, die da vorne hingesetzt sind. Das zeigt sie hier auch in dieser ersten Runde. Wir
Super, komm, auf geht's. Weiß, jawohl, schön von jetzt. Weißrussland kann nicht folgen. Kalinčík hat hier, man sieht es optisch schon, Probleme, das Tempo mitzugehen in der ersten fünf. Ja, und die Information von Rico Groß an Tina Bachmann, er spart den Blick zurück. Also da sind ein paar Meter dazwischen. So, das heißt, vorne wird ordentlich Tempo gemacht. Und Marie-Laure Tourné geht hier richtig schwerfällig. Sieht nicht so rund, nicht so dynamisch aus. Die beste Schützin derzeit im Feld mit hohen Werten. Über 90% sogar, sowohl liegend als auch stehend. Aber läuferisch schon im Dezember nicht das, was sie im letzten Jahr oder davor gezeigt hat. Die Norwegerinnen in gleicher Besetzung wie schon in Hochfilzen suchen noch ein wenig nach der Reihenfolge. Die Positionen 1 und 3 sind getauscht worden. Heute also vorne drin Hilde Fenne und weiterhin in Führung Veronika Vítková, die 24-jährige Tschechin, in diesem Jahr sehr laufstark, besten Platzierungen erreicht im Weltcup überhaupt. Zweimal war sie Fünfte und scheint diese Form mit rübergenommen zu haben. Auch die Polin sehr, sehr stark in dieser Saison. Ihre Startläuferin Christina Palk. Mit jetzt den Ski laufen zu lassen, Plan hinzusetzen, gleiten, solange es geht, um Kraft zu sparen. Sehr schön vorne bei den Führenden, bei Vítková zu sehen. Ja, und das ist dieses lange Stück hier hinein ins Stadion, vorbei an den vielen Zuschauern, 13.000 fast diese Tribüne hier. Am Wochenende werden es dann gut 20.000 sein, mit denen die auch rund um die Strecke stehen. Und auf diesem langen Weg hier im Stadion, da herrscht auch durchaus immer mal ein bisschen Gegenwind. Da kann man, wenn man sich hinter der ersten hält, durchaus ein paar Körner sparen im Windschatten. Heute ganz klassisch, Wind von links haben wir sehr oft, du hast es erwähnt. Ja. Und in der Tat, hier kann man Windschatten laufen. Und jetzt kommt man an den Skistand. Jetzt gilt es, sich zu beruhigen, zu konzentrieren, zu orientieren. Wie sind die Windfahnen? Wie sind die Windverhältnisse? Wie war es beim Anschießen? Hier sieht man für uns ja, relativ wenig Wind. Jetzt nimmt er ein wenig zu. Das ändert sich von Sekunde zu Sekunde. Man muss wachsam sein und die Windfahnen beobachten. Und richtig einschätzen. Wie war es beim Anschießen? Jeder auf den Stand, dessen Nummer er trägt. Oder sie trägt natürlich. So, jetzt kommt hier Startläuferin der Ukraine. Auch die Russin ist da. Tina Bachmann, erster Treffer. Ja. Das hören Sie, auch von den Zuschauern unterstützt. Ja, das hatten sich die Trainer genauso erhofft. Also bleibt vorne mit drin dabei. Nachladert kostet immerhin so rund 10 Sekunden. Und das spart Nerven und hilft Tina Bachmann hier wieder gut auf diese zweite Runde zurückzukommen. Also die ersten vier binnen 3 Sekunden auf die zweite Runde zurückgegangen. Und Glasirina, die liegt hier, muss nachladen. Die Russinnen exakt mit der Formation, die sie schon in Hochfilzen aufgeboten haben. Marie-Laure Brunet jetzt auf Platz 6, eben durch das gute Schießen, hat sie sich um einige Plätze für Frankreich nach vorne platzieren können. So, 3 Runden sind es insgesamt, die sind durchaus unterschiedlich lang. Am Ende sind es 6.240 Meter, um genau zu sein, für die 18 Staffeln. Und Hilde Fenne auch sehr schön 0,5. Und das Trefferbild von Tina Bachmann, rechts hoch der erste. Rechts, Wind von links drückt die Kugel nach rechts, die Geschosse natürlich. Aber wenn man präzise schießt, dann reicht das auch aus. Sie hat von der Seite her wirklich sehr präzise geschossen und damit 0,5, wie wir sagen, fehlerfrei und mit vorne dabei. Und ohne Nachlader, die ersten 6 Teams haben sie auf diesem Tableau schön erkennen können. Und Tina Bachmann wählt hier eine andere Spur, also fühlt sich stark genug, hier anzugreifen, an der Norwegerin vorbeizugehen. Hat sich nach Bokeljuka bewusst zurückgenommen. Regeneriert, Blutwerte waren auch nicht ganz okay. Eine Woche lang nichts gemacht.
Und dann wieder langsam aufgebaut, war ja nicht zufrieden, hat immer über Müdigkeit geklagt im Dezember und will jetzt, und das hoffen auch die Trainer, das zeigen, was sie im vergangenen Jahr schon angedeutet hat. Dass sie eine großartige Biathletin ist, hat sie schon öfters bewiesen. Nicht umsonst ist sie auch Weltmeisterin mit der Staffel geworden. Also die kann schon was, die Tina Bachmann. Und sie macht bisher brillant. Ja, die Polin, das sind doch schon einige Meter. Und das ist die Voraussetzung, so hatten sie sich's gewünscht, für Miriam Gössner. Dann schon vorne mit drin zu bleiben. Naja, wir haben noch ein Stehenschießen, das wollen wir natürlich nicht vergessen. Und aber momentan läuft alles nach Plan. Ja. Da kann auch viel passieren. Ach, unverschieden. Ja, wie schon im vergangenen Jahr. Aber sehr, sehr gut reagiert. Haben Sie vielleicht gesehen, dass sie sich gleich Richtung Bauch gedreht hat, um bloß nicht auf die Waffe zu fallen? Denn wenn die dann noch kaputt geht, dann wird es ganz schwierig. Sie verliert viel Zeit, viel Schwung. Sieht man gleich. Und bekommt natürlich auch einen Adrenalinschub rein. Da kann man ganz schnell mal blau gehen, wie wir sagen, übersäuern. Da muss man also das Tempo gemäßigt wieder aufnehmen, um wieder ins Renntempo hineinzufinden. Ja, und in der Perspektive von vorne hat man auch gut gesehen, wie viel Meter das dann sofort ausmacht, wie weit sie dann gleich hinten dran ist. Und sie komplett auf dem Außenski, die Norwegerin, die Schweizerin, beide Ski belastet, karft fast, oder versucht zu karfen, geht natürlich nicht ohne Stahlkanten, ist auch klar. Ja. Aber da sieht man jetzt, wie Palka konnte aufschließen auf Bachmann. Ja. Ist sogar vorbei momentan an der Deutschen. Mit der 13 hier Selina Gasparin für die Schweiz dabei. Schweizer heute nur mit zwei Gasparin-Schwestern. In Hochfilzen waren es ja noch drei. Und Tina Bachmann hängt sich hier an die Polin Palka ran. Also die Schweiz mit Selina Gasparin. Ganz ruhig weiterarbeiten. Und da mit ihrer besten Athletin vorne. Komm, das passt schon so. Komm, auf geht's. Anschluss halten hier. Und Frequenz hochhalten. Komm, schnell lösen. Ja, Gerald König. Gestern Morgen, der erste Anruf des Tages, der kam von Andrea Henkel. Die Absage, es hat keinen Zweck. Und dann wurde Franziska Hildebrand beim Mittagessen informiert, war sehr überrascht, nicht drauf eingestellt, aber ist natürlich happy, hier dabei sein zu können. Und auch Tina Bachmann hat gesagt, so ist das eben, wir sind eine Mannschaft, dann muss die nächste einspringen. Schade drum, aber irgendwie werden wir das schon biegen. Für Schweden, Elisabeth Lindberg. Das ist das führende Trio nach wie vor, ganz stark vorne. Veronika Vítková, aber auch die junge Norwegerin Hilde Fenne macht das sehr, sehr gut bis hierher. Sehr entspannt sieht Selina Gasparin aus, die dieses Jahr läuferisch wirklich mit der Weltspitze mithalten kann. Ab und zu ist es am Skistand doch nicht ganz rund, aber sie hat sich schon sehr positiv entwickelt unter Steffen Hauswald, dem Trainer. Vierte war sie im Einzel in Östersund, ihr bestes Ergebnis überhaupt, also knapp am Podest vorbeigelaufen, die Schweizer. Und hier haben wir natürlich ein Bild, das wir nicht ganz so schön finden. Hoffentlich zieht so eine Nebelwand nicht noch in den Schießstand rein, dann wird es nochmal richtig schwierig. Die Kameras verstärken diesen Eindruck natürlich auch immer, wenn man hier aus dem Fenster schaut. Sieht das nicht so schlimm aus, wie Sie das zu Hause vielleicht am Schirm empfinden mögen.